Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format hier auf meinem YouTube-Kanal Handy Games angespielt. Ich hatte es ja schon mal in vorangegangenen Let's Plays in der einen oder anderen Folge erwähnt, dass ich gern mal ein paar mehr Handy Games ausprobieren würde. Aktuell spiele ich ja Star Trek Flottenkommando, was sich natürlich bisher über mehrere Folgen und auch schon über mehrere Monate hinzieht. Und dann natürlich auch eine kleine Anzahl von Let's Plays von alten Computerspielen, die ich hier auf meinem Kanal präsentiere. Und jetzt dieses neue Format angespielt. Im Gegensatz zu meinen bisherigen Projekten soll es sich tatsächlich hier bei den Spielen jeweils nur um eine Folge mit handeln. Also wirklich nur, dass ich spiele und hoffentlich nur Handy-Games. Darauf wollte ich mich einfach mal spezialisieren. Innerhalb einer Folge mal zeige, wie die Spiele funktionieren, wenn sie mir gefallen haben. Und so kommen wir schon mal zu dem ersten Spiel, was ich seit einigen Wochen ausprobiere und was, glaube ich, auch erst seit kurzem neu in den entsprechenden Stores herunterzuladen wäre, und zwar Rise of Culture, wie ihr so gerade im Hintergrund mit seht. Und wie der Name vielleicht schon sagt, es geht hier um den Aufbau einer Zivilisation, angefangen von der Steinzeit bis hoch wahrscheinlich ins, ja, weiß ich nicht, wohin die Reise noch geht. Dazu kommen wir gleich einmal. Ja, schaut doch einfach mal zu. Ich wechsle mal ins Spiel mit rein. So sieht das aus. Ich habe mich jetzt mal bewusst auf eine grüne Wiese begeben. Vielleicht kennt der ein oder andere dieses Spiel ja schon. Es ist sehr kurzweilig und macht Spaß. Ja, wo fangen wir denn mal mit an zum Erklären? Das ist jetzt sozusagen hier mal meine erste Erklärfolge überhaupt. Ja, wie ihr seht, es ist eine Browser-Version. Ich würde versuchen, auch auf Spiele zurückzugreifen, wo bereits eine Browser-Version funktioniert. Und die Entwickler, die hatten vor kurzem, das ist ein paar Tage her, wir haben heute den 29.10.2022, haben die Entwickler angekündigt, jetzt könnt ihr es auch auf dem Browser spielen. Und dann habe ich das jetzt natürlich gleich mal ausprobiert. Ist eine Beta-Version und so wie ich es gerade mitbekommen habe, die Musik funktioniert noch nicht. Ihr hört nichts. Ja? Okay, ja, wie ihr seht, ich komme jetzt hier langsam mal schon mal zu meiner Stadt. Die ist natürlich schon etwas entwickelt. Ja, das ist jetzt nicht der Startpunkt, sondern dann, wo ihr in ein paar Wochen wahrscheinlich erst sein werdet. Und natürlich gibt es auch, wie es sich für ein Handy-Game geziemt, auch die Möglichkeit, innerhalb von ein paar Stunden fertig zu werden. Wenn ihr mal hier rauf guckt, wir haben hier natürlich diese... Ja, könnte man diese Ingame-Währung, was sind denn das hier, Diamanten oder Edelsteine, die man natürlich mühevoll sammeln kann oder mit Echtgeld erwerben kann. So, ja, kommt euch das vielleicht schon mal bekannt vor, so dieser Baustil, woher man den vielleicht kennt oder die Kleidung von diesen kleinen, ja, könnte man sagen Siedler, oder? Die hier umher wuseln. Da kommt dem einen oder anderen so ein bisschen bekannt vor. Ja, hier dieser Wohlbeleibte. Ja, oder hier der mit der Toga. Ja, es ist die griechische Klassik. Nicht Römer oder so, es ist die griechische Klassik. Und wir fangen natürlich nicht in dieser Zeit an, sondern weit vorher in der Steinzeit. Da bin ich aber schon durch. So, jetzt weiß ich jetzt gar nicht, wie ich euch das mal zeigen kann, weil hier ist ja schon eine Menge mit los. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich mal auf ein paar Mitspieler mit zeigen. Auch hier gibt es in diesem Spiel, wie in fast jedem Handy-Game, Allianzen, die man bilden kann. Und dazu würde ich mal hier unten ein Menü öffnen. Durch mich wird ein Teil des Menüs bedeckt sein. So, jetzt öffnet sich hier unten ein Menü und ihr seht das jetzt nicht. Hier. Ups. Hier hinter meinem Mikrofon befindet sich der Button Allianz. Und wenn ich darauf klicke, dann öffnet sich das Feld, wo sich unsere Allianzmitglieder befinden. 10 von 20 Mitglieder sind wir und ja, hier, ich stehe hier oben auf dem Platz 2 sozusagen, befinde mich also in der griechischen Klassik. Und wenn ich jetzt mal weiter nach unten gehe, dann haben wir einen Mitspieler, der sich noch in der Bronzezeit befindet. Der ist hier unten. Und da klicke ich mal mit drauf, weil den kann ich jetzt besuchen. Und dann haben wir schon mal eine überschaubare Ansicht.
Das ist jetzt der Vorführeffekt. Das müssen wir einen Moment warten, bis es ladet. Ich hoffe, hier oben diese Balken und hier unten, die stören jetzt nicht so. So, ich zoome mal hier mit raus. Ist jetzt natürlich etwas überschaubarer, etwas kleiner hier dieses Dorf. Ja, man startet in der Regel das Spiel hier oben mit dem Haupthaus. Das ist das hier. Und dann kann man die weiteren Gebäude im Laufe der Zeit dann hier hinzubauen. Wie ihr hier unten seht, dieser Reiter hier, das wird ein Militärgebäude mit sein, wo Reiter mit ausgebildet werden. Hier bei diesen handelt es sich um Wohnhütten. Diese Wohnhütten sind dafür da, um Gold zu produzieren. Dann geht es natürlich auch um Nahrung. Dann haben wir Produktionsgebäude. Hier wird zum Beispiel Nahrung produziert. Ja, ihr seht hier, wie kräftig die Arbeiter bereits zu Werke schreiten. Dann haben wir hier einen Bauernhof. Hier mit dieser Ziege drinne. Noch ein paar Wohngebäude. Dann haben wir hier Arenen, wo dann Kämpfer ausgebildet werden. Hier haben wir einen Bogenschützen, also weitere Militärgebäude. Ja, so sieht das dann in etwa aus. Um letztendlich ausbauen zu können, mehr Gebäude bauen zu können, braucht man natürlich auch ein Gebiet. Na? Das heißt, man kann hier diese Karte wahrscheinlich hier bis zum Ende hin irgendwann mal alles mit Gebäuden zupflastern. Aber man muss dann diese Gebiete, diese Parzellen natürlich auch käuflich erwerben. Das kostet dann natürlich auch Zeit und vielleicht auch echt Geld. Es geht allerdings auch ohne. Ja, so gehen wir mal wieder zurück und schauen uns doch mal den nächsten mit an. Hier unten haben wir ja nicht nur die Bronzezeit, davor gibt es noch die Steinzeit. Ne? Das ist aber relativ zügig geschafft, sondern die minoische Ära, das minoische Zeitalter. Auch hier können wir uns einfach mal jemanden greifen und ich nehme mal Hermann und besuche ihn mal. Da werden die Gebäude dann schon etwas anders aussehen. So, genau, die werden jetzt natürlich diesem Stil mit angepasst. Der Kollege hat schon ein paar mehr Objekte. Hat sich schon also etwas weiter ausgebreitet und hier seht ihr sogar schon, hier existiert bereits ein Hafen, wo entsprechend mit anderen Mitspielern auch Handel getrieben werden kann. Ja, die Wohngebäude sind in der Zwischenzeit schon ausgebaut. Dann gibt es hier eine Schule, die man dann letztendlich noch mit erwerben kann. Dieses Gebäude selbst hier scheint eine Krypta zu sein. Es ist das aktuelle Event. Es gibt also auch Eventobjekte, die man behalten kann. Auch dazu kommen wir gleich. Das Hauptobjekt ist natürlich hier schon etwas ausgebaut, genauso wie die anderen Objekte. Hier zum Beispiel die militärischen Objekte, auch die sind bereits weiterentwickelt. Ja, gehen wir hier auch wieder mal zurück. Jetzt ist die Frage, okay, wie entwickelt man sich denn weiter? Das nächste, was man machen kann oder was ich euch zeigen möchte, bevor wir hier vielleicht nochmal kommen sind, ist die Forschung. Ich schließe mal das Menü und springe jetzt mal auf die linke Seite. Da seht ihr hier unten, ja, das ist der Forschungsbutton. 7 von 10 steht hier innerhalb einer bestimmten Zeit. Auch das ist typisch für solche Handy-Games. Innerhalb einer bestimmten Zeit bekommen wir hier Forschungspunkte mit dazu, die wir dann entsprechend auch investieren können. Dann haben wir hier den Forschungsbaum. Der erinnert so ein bisschen an Civilization. Ja, das Grüne habe ich bereits erforscht. Und dann kann ich natürlich weitere Forschungspunkte hier in zum Beispiel Mathematik reinstecken. Das kann ich ja mal mit zeigen. Wenn ich hier mal mit draufklicke, dann steht hier unten, das könnt ihr sehen, 0 von 29. Und ich kann dann hier zum Beispiel diese 7 Forschungspunkte, die ich über die Zeit jetzt gesammelt habe, entsprechend hier mit einsetzen. Wenn ich hier draufklicke, dann habe ich jetzt 7 von 29 und natürlich für alle, die schnell fertig werden wollen, ich kann natürlich hier über Edelsteine, so viel habe ich natürlich nicht, das schneller beenden, durchaus meine Kreditkarte zücken, um hier schneller fertig zu werden. So, der Einsatz der Forschungspunkte reicht allerdings nicht mit aus. Ich muss dann noch Ressourcen mit einsetzen. Hier fehlen mir noch einige Ressourcen, zum Beispiel hier diese Toga. Da habe ich 680 von 1740. Den
Rest habe ich bereits zusammengesammelt. Und wenn ich hier alles zusammen habe, dann kann ich diese Forschung freischalten und bekomme dann bestimmte Belohnungen, zum Beispiel zusätzliche Objekte oder dass ich Objekte weiterentwickeln kann und komme dann in dem Forschungsbaum hier unten letztendlich auch weiter. Ja, also wie gesagt, zum Beispiel wie in Civilization der Forschungsbaum. So, dann habe ich hier unten, habe ich jetzt so ein bisschen verdeckt, griechische Klassik steht hier. Wenn ich hier mal raufklicke, dann komme ich in die anderen Äras. Nennt man das so? Äras? Hier seht ihr zum Beispiel links stehen Steinzeit. Das habe ich abgeschlossen. Dann die Bronzezeit von unseren Mitspielern, das, was ich gezeigt habe. Danach kommt die Minoische Ära und jetzt wechsle ich mal zurück auf die andere Seite. Ich befinde mich zurzeit in der griechischen Klassik. Aktuell gibt es in dem Spiel dann noch das Frührom, das Römische Reich, das Byzantinische Reich oder die Byzantinische Ära, Zeitalter der Franken, die Feudalzeit und dann seht ihr, geht das irgendwann mal weiter, steht in Kürze. Also hier steht sicherlich noch einiges bevor. Ich kann ja mal hier ich klicke mal ruhig von Anfang an in diese Steinzeit. Da seht ihr hier, dass die Entwicklung hier eher etwas überschaubar ist. Ne? Hier gibt es am Anfang die Stammessiedlung. Das konnte ich so nach gar noch mit anklicken, wo ein kleines Haus und eine große Halle freigeschalten wird. Da geht es weiter über den Anbau. Da gibt es dann die erste Plantage dazu, den Speerkampf. Dann gibt es das erste militärische Objekt mit dazu. Und so würde das hier immer mit weitergehen. Wir schreiten also in der menschlichen Zivilisation voran. Und wenn wir dann hier das letzte entdeckt haben und dann auch noch weitere Dinge erledigt haben, kommen wir in das nächste Zeitalter. Und so geht das dann weiter von der Entwicklung. So viel zur Forschung. Ja, springen wir mal ein Stückchen weiter. Hier unten befindet sich noch ein Kartensymbol. Wenn ich darauf klicke, komme ich auf eine Weltkarte. Jetzt muss ich ja einen Moment warten. Übrigens, was ich jetzt hier habe, ist inzwischen schon die dritte Weltkarte. Davor gibt es noch zwei weitere. Hier gilt es entsprechend Gebiete zu entdecken. Hier habe ich bisher nur ein Gebiet. Und ihr seht hier schon diesen hier. Das ist aktuell ein Gegner von uns. Attila ist das. Den konnte ich bisher zwei Gebiete abluchsen. Ich kann mir dieses Gebiet aufrufen, indem ich hier einmal raufklicke. Dann befinden sich hier drei Gebiete. Ne? Gebiet, Gebiet, Gebiet. Und zwei habe ich bereits erobert. Ne? Gebiet bereits erlangt und ich müsste jetzt dieses Gebiet noch erlangen. Ich habe hier die Möglichkeit, dann über einen Angriff diese Armee zu besiegen und nehme dann dieses Gebiet auch mit ein. Wenn mir das gelungen ist, Bambustal ist das, dann erhalte ich die Belohnung, die hier oben zu sehen sind. Zum Beispiel auch Gebietserweiterung. Das ist dieses Symbol. Wozu brauche ich das? Das hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Ich springe mal wieder zurück. Und zwar hier, um meinen Stadtbereich zu vergrößern. Aktuell habe ich in etwa die Hälfte des kompletten Gebietes. Hier fehlt mir noch so ein bisschen was. Und wenn ich zum Beispiel hier auf dieses umzäunte, umrandete Gebiet klicke, hier, dann sagt mir das Spiel, okay, Erweiterung kannst du freischalten, aber aktuell hast du hier keins verfügbar. Geh mal hier in die Eroberung. Jetzt geht es hier wieder rein. Ja, übrigens weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Den letzten Kampf habe ich hier verloren. So, ich springe mal wieder nochmal zurück. Natürlich habe ich auch die Möglichkeit, hier wieder Edelsteine auszugeben. Das sind übrigens Premium-Erweiterungen, sind das noch vier verfügbar. So, und wenn ich dann dieses Gebiet hier aufgedeckt habe, dann kann ich auch meine Gebäude erweitern. Ja, ansonsten befinden sich hier Piktogramme. Ich kann hier einsammeln, ne, zum Beispiel Nahrung. Oder hier kann ich eine Kiste mitnehmen. Hier kann ich auch eine Kiste von einem Objekt mitnehmen. Habe ich hier noch mehr? Hier habe ich noch eine Kiste. Das sind Sonderobjekte. Und dann habe ich hier militärische Objekte. Da habe ich vor kurzem Einheiten ausgebildet, die ich jetzt natürlich
annehmen kann. Hier oben 15 von 16. Da klicke ich jetzt mal mit drauf. Da kann ich jetzt hier, da habe ich nicht die volle Armee. Da sind einige wahrscheinlich beim letzten Kampf draufgegangen. Und dann kann ich jetzt hier natürlich ausbauen. Kostet mich Gold und Nahrung. Und bedarf jetzt natürlich eine gewisse Zeit, bis mir die Bogenschützen hier vollständig zur Verfügung stehen. Dann habe ich hier auf der linken Seite außer Produktion, dass ich meine Kasernen an der Stelle hier verbessern kann. Dazu muss ich hier allerdings im Zeitalter aufsteigen und auch über die entsprechende Forschung verfügen. Und dann am Ende kostet mich die Entwicklung dann auch noch Ressourcen. Ja, wie komme ich an die Ressourcen? Gold hatte ich schon mal erwähnt. Die kriegen wir über unsere Wohnhäuser. Die Nahrung kriege ich über Plantagen und über Bauernhöfe. Da habe ich meine Plantagen und Bauernhöfe hier zu stehen. Die habe ich letztendlich auch schon ein wenig ausgebaut. Das kann ich mal zeigen. Ich klicke mal hier unten auf diese rauf. Das ist meine Plantage, meine Farm, die Level 11 bereits mit hat. So, wenn ich jetzt... Ich bleibe mal hier nochmal mit drauf. Die kann ich jetzt natürlich auch verbessern, wenn ich möchte. Allerdings geht das nicht, obwohl ich ausreichend Ressourcen habe. Es ist noch Forschung nötig, nämlich Mathematik. Kann ich überhaupt was ausbauen? Ich gehe mal hier rauf, auf eine andere Plantage, die hat noch Level 10. Wenn ich hier auf Verbessern klicke, müsste das möglich sein. Mir wird hier ein Ausrufezeichen angezeigt. Das heißt immer, ich kann ja was tun. So, ich habe die notwendigen Ressourcen. Und ich kann dann eine Verbesserung durchführen. Diese kostet mich jetzt 1 Stunde und 40 Minuten und ich brauche dafür 3 Arbeiter. Wie viele Arbeiter mir zur Verfügung stehen und wie viel ich insgesamt habe, sehe ich hier oben. 25 von 35. So, wenn ich hier raufklicke, dann stehen mir jetzt nur noch 22 zur Verfügung. Und diese Plantage wird jetzt ausgebaut. Und in 1,5 Stunden, knapp 2 Stunden, kann ich hier nachsehen. Und dann würde die genauso aussehen wie diese Level 11 Plantage. Ja, ansonsten zeige ich nochmal, wie ich hier Nahrung produzieren kann. Ich gehe hier ruhig mal auf diese ausgebaute Plantage rauf. Dann habe ich die Möglichkeit, hier Nahrung zu produzieren, wobei 369 hier unten mir 2 Minuten kosten oder 1510 Minuten oder 7200 die Effizienz nimmt ab. Eine Stunde zum Beispiel. Ja, also mache ich ja einfach mal so, dass ich das hier rüberziehe. Das kostet mich jetzt 4 Arbeiter. Ich kann natürlich noch 2 weitere Slots belegen und einen dritten Slotzug oder einen vierten noch dazu kaufen. Das ist dann einfach eine Warteschlange. So, gehen wir hier mal mit raus. So funktioniert das mit der Produktion und mit allen anderen Produktionsgebäuden. Ja, es gibt noch weitere Produktionsgebäude, wie zum Beispiel diese hier. Da kann ich bestimmte Dinge herstellen. Lasst mich mal kurz überlegen, wir wollten, ich kann ja mal gucken, ob ich hier irgendwas ausbauen kann. Na, hier habe ich auch genug Ressourcen. Ich wollte mal zeigen, wo mir eher Ressourcen noch mit fehlen. Ich klicke mal hier auf ein Haus, auch hier dieses Haus könnte ich ausbauen. Da habe ich auch schon genug Ressourcen. Das klappt vom Zeigen her auch nicht. Ist aber jetzt nicht weiter so schlimm. Ich kann es ja trotzdem mal zeigen hier mit dieser Produktion. Na, also zum Beispiel hier, das ziehe ich hier einfach mit rüber. Und schon fängt das Ding hier an zu produzieren. Ich habe noch 19 von 35 Arbeitern. Ja, die Anzahl der Arbeiter 35 nimmt natürlich zu, wenn ich Gebäude ausbaue. Nee, wenn ich Gebäude baue, nicht ausbaue. Der Aufbau der Gebäude selber bringt mir mehr Gold mit ein. Ja, mein Hauptgebäude habe ich hier platziert. Die meisten standen ja hier, habt ihr ja gesehen. Ich kann die Gebäude logischerweise auch woanders platzieren. Dazu klicke ich hier unten rechts auf dieses Symbol mit drauf. Und dann kann ich die Gebäude verschieben. Ich kann das anklicken und woanders hinschieben. Hier auf OK klicken. Ich kann alles lagern. Dann werden alle Gebäude ins Lager verschoben und ich kann die dann neu platzieren. Werde ich jetzt nicht tun, nicht präsentieren. Aus diesem Bildschirm komme ich erst dann wieder heraus, wenn ich alle Gebäude platziert habe. So, ich klicke mal hier auf den Haken mit drauf.
Das würde an der Stelle auch ausreichen. Ja, was gibt es noch zu zeigen? Als ich hier unten raufgeklickt habe, auf diese Farm, auf diese Plantage, ist euch sicherlich aufgefallen, dass hier oben ein Haken entstanden ist oder aufgetaucht ist. Hier befinden sich meine Aufgaben, meine Events, meine Kampagnen. Die verbergen sich hier hinter. Diese hier unten ist eine saisonale Kampagne. Aktuell haben wir ja ein Halloween-Event. Wird das erste Mal, dass es wahrscheinlich sowas gibt. Sieht man vielleicht auch hier rechts an diesem Symbol. Auch das ist in vielen Spielen bekannt. Ja, wenn ich das hier öffne, dann stehen hier meine Aufgaben, die zu diesem Halloween-Event gehören, was ich bisher zu 22% mit fertig habe. So, und dadurch, dass ich jetzt zwei Produktionen gesammelt habe, das ist hier unten, kann ich mir die Belohnung, nämlich Kürbisse, abholen. 230 Kürbisse, die sammle ich jetzt mit ein. Und dann entsteht auch hier 23 jetzt. Dann bekomme ich auch die nächste Aufgabe. Und zwar 4 von 10, also wir sehen 4 von 10 gerade. Und von 4 von 10 habe ich jetzt gerade. Ach nee, das ist das erste. Ich glaube, ich so. Das ist das erste von 12 auf Events oder Aufgaben oder Aufgabenreihen. Und von der ersten Aufgabenreihe habe ich jetzt die vierte Aufgabe erledigt. So müsste das sein. So, jetzt hätte ich die Möglichkeit zu entscheiden, ob ich lieber 14 Forschungspunkte investieren möchte, an dieser Aufgabe arbeite oder ob ich eine Armee opfere, also abgebe, bezahle. Eins von beiden, um diese Aufgabe zu erledigen. Ja. So, und dann haben wir hier noch eine optionale Aufgabe. Dazu dann auch gleich. So, ich gehe mal hier mit raus. Oder wartet mal, ich kann hier oben mal auf diese Kampagne klicken. Hier oben, das sind diese normalen Kampagnen, die stehen immer zur Verfügung, wobei ich mich hier gerade in der griechischen Klassik befinde, die ich zu 62% erledigt habe. Hier muss ich zum Beispiel noch über 7 Farmen auf Level 11 in Besitz nehmen. Die muss ich noch in Besitz nehmen. Stehen mir noch nicht zur Verfügung. Ich habe erst 3 auf Level 11, wie ihr gerade gesehen habt. Und dann gibt es hier sicherlich noch weitere Aufgaben. Einen großen Teil der Aufgaben habe ich bereits mit erfüllt. Erst wenn ich alle Aufgaben hier auch erfüllt habe, neben der Forschung kann ich ins nächste Zeitalter, hier das frühe Rom, dann weiter aufsteigen. So, die Kürbisse, die wir hier bekommen haben, die kann ich jetzt natürlich auch einsetzen. Und zwar hier. Da klicke ich mal mit drauf. In diesem Event geht es darum, Suppe zu kochen. Graf Dracula kocht Suppe. Um diesen Suppeneimer zu füllen, kann ich jetzt hier diese Kürbisse, diese 450 Kürbisse, die mir zur Verfügung stehen, einsetzen. Ich kann wählen, ob ich jetzt 210, 460 oder 615 nehme. Das gibt dann ein, zwei oder drei Belohnungen, verschiedene Belohnungen. Die Belohnungen ändern sich jedes Mal und welche Belohnung ich bekommen kann, erfahre ich hier über den Infobutton. Na, eins von diesen vieren wird es werden. Hier unten steht die entsprechende Wahrscheinlichkeit. Da gucke ich selber mal mit drauf. Zum Beispiel sind ja 210. 460 ist teurer als 210. Na, bei 420 wäre das hier sozusagen der gleiche Preis. Ja. Am preiswertesten sind diese 615. Aktuell. Es kann aber sein, dass sich ja hier meines Erachtens bessere Belohnungen hinter verbergen könnten. Dann wähle ich euch durchaus mal das oder mal das. Aktuell könnte ich sowieso nur das hier unten wählen, weil mir noch nicht genug Kürbisse zur Verfügung stehen. Ist dann dieser Kessel voll, also mit 1, 2 oder 3 Punkten von 30, 13 habe ich jetzt hier bereits drin, dann bekomme ich eine zusätzliche Belohnung, die ich in der Regel dann in dem aktuellen Hauptpreis einsetzen kann. Das ist diese Krypta. Ja, und diese Krypta, die habe ich hier platziert. Ich mache mal das Gold hier weg. Die befindet sich gerade hier und müsste auf Level 2 sein, genau. Einmal konnte ich bereits einen Bonus verteilen. Der Bonus ist dann das hier oben. Da habe ich jetzt zurzeit 0. Wenn der Kessel voll ist, bekomme ich einen Bonus und kann dann diese Krypta auf das nächste Level hieven. Insgesamt sind in der Regel bei diesen Sondergebäuden 40 Level möglich.
Aktuell schaffe ich es, in einem Event eher nur bis Level 10 zu kommen. Und natürlich kann man das auch wieder mit, ich vermute mal, Gold, Echtgeld ausbauen. So, gehen wir hier wieder mal raus. Ich hoffe, ihr kommt noch mit. Ansonsten spult gerne wieder zurück. Was haben wir noch? Ja, ich zeige euch mal außer der Krypta noch zwei oder drei weitere, nämlich das hier. Das war auch mal ein Event gewesen. Das habe ich auf Level, was ist denn das hier gerade? Level 10. Genau, das ist auch Level 10 und bringt mir natürlich dann auch einmal am Tag oder alle 2 Tage einen entsprechenden Bonus. Auch nach Abschluss dieses Events. Dann habe ich hier oben ist noch ein Sondergebäude. Das ist das hier. Schrein der Einkehr. Das habe ich auch auf Level 10. Und das, was ich zurzeit nicht habe, es gibt noch eine Jurte. Die habe ich im Lager. Die habe ich zurzeit nicht platziert. So, genau. Dann habt ihr bestimmt schon gesehen, hier oben leuchtet ein Haken. Es gibt auch die Möglichkeit, ich gehe mal hier kurz mal mit raus, dann seht ihr das besser. Ab und zu tauchen hier mal so ein Ausrufezeichen mit auf. Das sind dann auch solche kleinen Events, die ich mit mal kleine Aufgaben, Ereignisse, die ich erfüllen kann. Wenn ich hier mal raufklicke, dann sagt hier unser Felix, glaube ich, so heißt der, der Besitzer dieses kaputten Wagens hat einige Münzen für die Reparatur angeboten. Das heißt, wir helfen ihm jetzt beim Reparieren. So, dafür brauchen wir 2 Leute. Die kommen jetzt auch angerannt. Die brauchen 2 Minuten. Das geht relativ zügig. Da ist der Erste. Und dann fängt er ja an zu reparieren. 2 Minuten brauchen sie. Und dann sind sie damit erledigt. So, das haben dann Bewohner hier auch schon getan. Und diese Belohnung kann ich jetzt einsammeln. Und das ist eine Eventbelohnung, die mir dann 100 Kürbisse bringt. So, und jetzt zeige ich das einfach mal. Ich gehe hier rein und würde mal diese 460 hier ausgeben von den 550. Ups, jetzt habe ich auf den Infobutton geklickt. Hier klicke ich drauf. Und wir haben Forschung erhalten. So, und dann wandern die beiden Tropfen hier rein und wir haben 15 von 30. Und gerade habt ihr das gesehen, die Belohnung hat sich jetzt hier drinne verändert. So, dann gehe ich hier wieder raus. So, dann haben wir hier noch ein kleines Sondergebäude. Das ist ein Gebäude, was man in dieser griechischen Klassik bauen kann. Das sieht aus wie so eine. Ich klicke hier mal rauf. Und sammle mal die Belohnung mit ein, die zeige ich. Architektenatelier. Ja, in den Architektenatelier kann ich Zahnräder herstellen, ein Sondergebäude. Was es mit diesen Zahnrädern auf sich hat, das ist relativ neu in diesem Spiel. Gibt es erst seit so 2, 3 Wochen. Die benötigt man, um Weltwunder zu verbessern. Bevor man Weltwunder verbessert, muss man die natürlich bauen. Und dafür braucht man bestimmte Blueprints, Blaupausen, um diese zu errichten. Das kann ich aktuell leider nicht präsentieren, weil ich keine Blaupause zur Verfügung habe. Aber ich bin bereits im Besitz von Weltwundern. Die befanden sich letztens in der letzten Zeit auch eher hier oder vor kurzem noch, so vor kurzem auch noch hier auf diesen normalen Bauflächen. In der Zwischenzeit sind die aber ausgelagert worden. Und zwar auf diesen Flächen hier, auf diesen quadratischen Flächen kann ich Weltwunder platzieren. Und ich gehe hier nochmal raus. Und wenn ich hier mal hochgehe, das habt ihr auch schon gesehen, dann haben wir hier zum Beispiel Stonehenge. Das ist ein Weltwunder. Das habe ich bereits auf Level 11, habe ich also schon ausgebaut. Und wenn ich das verbessern möchte, dann brauche ich auch hier bestimmte Ressourcen, die häufig die sind, die wir auch selber herstellen können. Das kann ich ja auch mal präsentieren. Wir haben hier oben unsere Ressourcen-Button. Und Gold habe ich 74 Millionen. Also ausreichend. So dass ich hier mal zeigen kann, ich kann diese Kiste füllen. Und dann ist diese Kiste voll. Hier zum Beispiel auch Kiste füllen. Was ich allerdings auch mitmachen kann, ist Folgendes. Zum Beispiel besitze ich eher wenig an Nahrung. 1,5 Millionen, so viel ist das nicht. Ich kann hier auch Hilfe anfordern.
Dann erscheint hier ein Ausrufezeichen. Das kann ich in einer Verbesserung dreimal machen. Und wie hier unten zum Beispiel zu sehen ist von dem Gesicht her, kann dann ein anderes Mitglied meiner Allianz oder auch ein anderer Mitspieler diese Ressource dann auch füllen. Hier hat es zum Beispiel Prinz Emul oder wie heißt der? Prinz Umel. Wie auch immer. Getan. Der hat dazu beigetragen. So, und da würden dann Verbesserungen eintreten. Und zwar die stehen die hier. Weltwunder verbessern Produktion oder anderes. Hier zum Beispiel Gold. Und gibt mir außerdem noch Forschungsproduktion. Ich gehe mal hier raus und gehe mal auf ein anderes Weltwunder. Ich habe hier oben noch die hängenden Gärten. Das ist ein Palast. Hier wird die Nahrungsproduktion verbessert und gewährt noch zusätzlich einen Arbeiter. So. Und dann habe ich hier noch mein drittes. Und das ist aktuell mein Favorit. Das ist die Zeus-Statue. Hier wird meine Infanterie gestärkt. Und die befindet sich zurzeit auf Level 7. Hier unten habe ich Favorit eingestellt. Das sieht er jetzt gerade nicht. Könnt ihr das jetzt so ein bisschen sehen? Ein wenig. Ich bleibe mal trotzdem hier sitzen. Und wenn ich hierauf klicke, die haben auch schon zwei beigetragen. Hier könnte noch ein dritter beitragen. Das ist allerdings hier schwer zu bekommen. Dieser Ausbau. Was ist denn das hier? Wie bezeichnet man das? Das ist auch Material. Ja. Das bekomme ich aber nicht über einfache Produktion. Und dann natürlich auch, was relativ teuer ist, wieder Forschung. Ja. Ich kann also hier diese vier Punkte auch hier nochmal mit einsetzen. Als Beispiel, aktuell brauche ich 28 mal 3 Forschungspunkte plus 17 mal 5 Forschungspunkte. 22 von 28 habe ich hier schon. Hier sind die Ausrufezeichen immer gesetzt. Das heißt, andere Mitspieler können hier immer zusätzlich Beitrag leisten. Da ist die Frage, warum sollten andere Mitspieler einen Beitrag leisten? Das kann ich mal zeigen, indem ich das mal selber präsentiere. Jetzt öffne ich mal hier wieder das Menü und gehe hier unten auf Weltwunder mit drauf. Und dann habe ich die Möglichkeit, hier unten anderen zu helfen. Dann ist hier aufgelistet, wen ich alles helfen könnte. Und jetzt könnte ich zum Beispiel unseren Allianz-Leiter, Rizzy Trucker, Forschung zukommen lassen für seine hängenden Gärten. Dann bekomme ich hier Zahnräder, 15 Zahnräder. So, die investiere ich mal. Und dann kommen hier 15 Zahnräder hinzu. Ich bin jetzt im Besitz von 281 Zahnrädern. Und wenn ich genügend Zahnräder habe, dann kann ich erfinden. Ich klicke mal hier mit drauf. Das ist dann der Button hier oben. Und wenn ich jetzt auf Erfinden klicke, dann kostet mich das 200 Zahnräder. Das machen wir einfach mal. Jetzt gibt es eine kleine Sequenz. Und jetzt bin ich gespannt, was ich erfinde. Jawohl! Und zwar Statuenmaterial. Das passt jetzt wie die Faust auf Auge. Nämlich das ist genau das, was wir hier bei dieser Zeus-Statue, glaube ich, hier war es ja gewesen, brauchen. Hier brauchen wir nämlich zwei von dieser Zeusstatue. Ja? Und das ist eins der wenigen Wege, wenn nicht sogar fast der einzige Weg, also eins der zwei mir bekannten Wege, um an dieses Material zu kommen. Jetzt habe ich eins von zwei. Ich brauche noch ein zweites. Der zweite Weg ist natürlich, dass ich das Statuenmaterial von anderen Mitspielern bekomme. Die sind aber aktuell sehr, sehr, sehr wertvoll und werden natürlich sehr, sehr selten mit eingesetzt. So, jetzt habe ich euch auch nochmal gezeigt, warum es sinnvoll ist, anderen zu helfen, um sich natürlich am Ende dann selber zu helfen. So, liebe Leute, ich würde mal ein bisschen Action bringen. Ich habe jetzt hier diesen wieder volle Armee, in dem ich hier alle meine Kasernen wieder ausgerüstet habe. Und jetzt können wir ja mal eine kleine Schlacht probieren. Jetzt habe ich natürlich zwei Möglichkeiten. Einmal, die ihr schon gesehen habt, nochmal versuchen, dieses Gebiet zu erobern, nämlich das hier.
Ich habe allerdings auch noch mal die Möglichkeit, etwas anderes zu machen, nämlich eine Schatzjagd, die aktuell eher etwas wertvoller ist. Auch das ist ein Event, ein immer wiederkehrendes Event, wo ich dann auch noch mal ein paar Ressourcen sammeln kann. Dazu wechseln wir dann auf eine Insel. Das ist eine Allianzaufgabe. Das heißt, auch andere Allianzmitglieder können diesen Weg hier, der hier markiert ist, ablaufen. Und wie ihr gerade seht, hier an diesen weißen Streifen bin ich schon, oder an diesen Xen, bin ich schon einige Wege abgelaufen und habe ein paar Truhen eingesammelt. Und ich kann hier weiter wandern, mich hier weiter durchkämpfen. Hier haben wir noch den Nebel des Krieges, bis ich irgendwann mal, das ist jetzt noch verborgen, zum Ziel komme. Und irgendwann bin ich mal angelangt. Auch meine Mitspieler können das tun. Ich wandere mal jetzt hier mal wieder zurück. Auch meine Mitspieler können das tun. Und dann können wir hier einen gewissen Allianzrang erreichen. Aktuell sind wir auf Platz 1. Ich klicke mal hier rauf. Wir sind auf Platz 1. Unsere Allianz heißt Für Quest. Und wir haben 66 Begegnungen in der Zwischenzeit gehabt. Der Zweitplatzierte ist hier auf Platz 18. Ich kann mir auch nochmal ansehen, wie die Platzierung intern ist. Da ist unser Allianzführer mit 26 Begegnungen auf Platz 1, gefolgt von King Richard mit 14 Punkten. Dann kommt Hermann mit 13 und dann kommt meine Wenigkeit mit 7 Punkten. So, ich gehe mal hier mit raus und kann ja mal zeigen, wie funktioniert sowas. Ich gehe mir hier mal nochmal dran. So, und dann klicke ich mal hier rauf. Jetzt habe ich die Möglichkeit zu wählen, ob ich kämpfen will oder ob ich das über einen Handel lösen möchte. Ich zeige euch heute mal, wie man kämpft. Man kann übrigens hier unten, seht ihr, das kostet natürlich auch was. Auch das erholt sich im Laufe der Zeit. 4 von 4 habe ich zur Verfügung und 1 kostet mich dieser Angriff. So, jetzt wechseln wir in die Angriffsposition. Dann zeige ich euch mal, wie sowas funktioniert. Ich kann hier meine Armee, die ich hier unten zur Verfügung habe, ein bisschen verdeckt ist die. Eine hier unten. Jetzt ist mein Kopf weg. Da habe ich noch eine schwere Infanterie. Ist jetzt ein bisschen bedeckt, macht nichts. Dann habe ich hier den Platz zur Verfügung, also nicht unendlich viel Platz, und stehe dann einer gegnerischen Mannschaft gegenüber, nämlich einer Infanterie. Dann habe ich hier Reiterei und dann sind hier noch Speerwerfer, so wie das aussieht. Schere, Schein, Papier, glaube ich, funktioniert hier fast ähnlich. Habe aber noch nicht genau herausgefunden, wer funktioniert gegen wen denn nun ganz gut. Die schwere Infanterie jedenfalls, die ich jetzt hier platziert habe, soll ganz gut gegen Reiterei funktionieren. Und dann würde ich zum Schutz hier hinten, glaube ich, wenn man die jetzt noch mit Pfeil und Bogen in Schach hält, dann sind die relativ zügig erledigt. Also würde ich noch würde ich hier noch Pfeil und Bogen platzieren. Diese Infanterie, glaube ich, kann ich ganz gut aufhalten mit einer zweiten Infanterie. Diese hier hinten machen sich mit Reitereien ganz gut. Jetzt müsste ich bloß mal überlegen, vielleicht hält ja diese Infanterie diese Mannschaft hier schon mit auf, sodass meine eigene Reiterei durchbrechen könnte und die hier hinten belegen kann. So, dann habe ich hier noch ein freies Feld, was ich dann auch nochmal mit einer, na sagen wir mal, mit Infanterie oder mit Bogenschützen. Ich würde die nochmal mit einer Infanterie schützen. So, das wäre dann hier jetzt meine Armee und dann hätte ich noch Generäle zur Verfügung, die stehen mir hier, die habe ich hier noch, die ich dann während der Zeit noch zusätzlich mit einsetzen kann. So, und jetzt geht's los. Mal sehen, ob unsere Reiterei hier durchbricht und ob diese schwere Infanterie diese Reiterei aufhalten kann. Schauen wir uns die Sache doch mal mit an. Na, die gehen hier gleich mal herauf. So, dann setze ich mal die hier hinten mit ein. Einige Reiter sind durchgebrochen. Dann kann ich hier nochmal einen Felswurf mitmachen und ich kann nochmal den gehörnten Ansturm hier loslassen. Wo schicke ich den denn auf? Hier, wahrscheinlich. Sieg. Gewonnen. Alles klar. Super. Haben wir geschafft. Und dann kann ich mir diese Belohnung hier abholen. Und ich gewinne jetzt nochmal was hierzu.
Okay, dann kann ich das vielleicht auch gleich mal zeigen. Ich kann diese vier Punkte auch noch andersweitig mit einsetzen, indem ich hier oben nämlich mit raufgehe und die Level steigern kann. Jetzt ist dieses zweite Level in der Zwischenzeit schon abgeschlossen und ich kann hier in den dritten Level auch noch mal mitspenden. Hier sieht man zum Beispiel, dass zwei weitere Spieler schon gespendet haben. Ich tue das einfach auch mal, weil ich die vier Punkte aktuell nicht brauche. So, meine Armee wurde jetzt natürlich etwas dezimiert. Da sieht man dann hier oben, dass ich hier von der schweren Infanterie, das ist dieses Gebäude, nur noch zwei von vier habe. So, das kann ich jetzt natürlich, kostet mich Nahrung und Gold, na, und brauche jetzt 15 Minuten, bis die Sache hier erledigt ist. So, und das kann ich jetzt natürlich dann auch noch mit der Reiterei machen. Und dann kann ich das auch noch mit der Infanterie machen. Und ich brauche dafür natürlich auch immer wieder Arbeiter. Ich habe jetzt noch 11 von 35. Jetzt habe ich noch 7 von 35 zur Verfügung. Und das war es dann auch erstmal. So, jetzt wird wieder produziert. Und wenn die Armee dann vollständig ist, dann kann ich natürlich wieder in Kämpfe mit eingreifen. Dann haben wir den Punkt auch mit erledigt. So, dieses Rad wurde natürlich jetzt schon längst repariert, sodass ich mir hier die Belohnung abholen kann. Und dann bekomme ich 16.000 an Münzen nochmal hinzu. Damit kann ich natürlich auch hier meine Waren oder meine Güter aufstocken. Ist nicht unbedingt gerade viel, aber diese Ereignisse sind auch ab und zu mal wichtig für Kampagnenziele. Ja, insbesondere auch, was hier unten diese Events betrifft. Ja, was ich nicht weiß, ist, ob sich Events nach einer gewissen Zeit wiederholen. Ich kann euch ja mal die Events zeigen, die es in der Zwischenzeit gab. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo es die zu finden gab. Ich glaube, ich kann hier über Inventar kann ich das steuern, indem ich mir die Gegenstände, nee, die Anpassung mal, oder? Ja, die Anpassung mal anschaue. Ich gehe mal ein bisschen so zur Seite. Ich kann das mal hier schließen, diese Fenster. Ihr seht da zum Beispiel, wie viele Events es schon gab. Ja, aktuell das Halloween-Event 2021 ist auch nicht schlecht. Also ich glaube, die Frage ist gerade beantwortet. Also wenn es Halloween 21 schon gab, so wie hier unten steht, und jetzt Halloween 22, dann werden sich diese Events hoffentlich wiederholen und man kann dann im Prinzip seine Spezialgebäude weiter ausbauen als nur Level 10. Wir hatten ein keltisches Event, das kenne ich nicht. Da gibt es dann auch Sondergebäude, die habe ich bisher noch nicht erhalten. Alles noch abgedunkelt. Beim persischen Event bin ich, glaube ich, sogar eingestiegen, oder? Nee, das persische Event sagt mir auch noch nichts. Da war ich auch noch nicht im Spiel, aber jetzt, ich habe mir das Spiel runtergeladen während des mongolischen Events, das ist das hier, wo ich dann auch schon einige Objekte aufgedeckt habe. Wie ihr hier vielleicht erkennen könnt, hier steht zum Beispiel 10 Tage. Wenn ich eine Gebäudeverbesserung vorgenommen habe, dann bringt mir das auch nochmal gewisse Boni, allerdings auch nur über eine gewisse Zeit und dann geht das Gebäude wieder in den Normalzustand zurück. Was ich damit zeige, meine, zeige ich euch auch nochmal sofort. Wir haben aktuell dann, wir hatten dann auch schon das Mali-Event des Mali-Imperiums. Und ein thailändisches Event gehabt. Und wie gesagt, das der Schatzjagd, das ist ein Event, was sich dann auch stets wiederholt. Ja, die anderen, die haben sich meines Erachtens bisher eigentlich noch nicht wiederholt, es sei denn, das Halloween ist jetzt das zweite Mal, dass es hier auftaucht. Ja, so, ich klicke mal hier auf Schatzjagd drauf und ihr seht, dass ich hier, dass die Gebäude hier nicht ausgegraut sind, wie soeben, sondern dass die hier wirklich abgebildet sind. Das heißt, die habe ich hier auch zur Verfügung. Zum Beispiel hier zweimal, hier auch zweimal. Das Gebäude steht mir sogar dreimal und hier sogar viermal zur Verfügung. Und das ist ein Durchschnittshaus. Und das Durchschnittshaus bringt mir hier außer dann Gold, dann zusätzlich diese Ressourcen hier. Also sowas wie ein Ring, eine Säule und eine Toga. Wenn ich darauf klicke, wird mir in dieser Übersicht angezeigt, welche Gebäude ich jetzt verbessern kann.
Also meine Durchschnittshäuser, davon habe ich ja 5 Stück. Ja, dieses hier. So, da klicke ich jetzt einfach mal rauf. Und jetzt hat sich das verwandelt. Das seht ihr hier. Das wurde jetzt, ja, sieht aus wie so eine Piratenbehausung. Ja, sieht jedenfalls anders aus, grafisch, als zum Beispiel das hier. Na, und wenn ich jetzt hier raufklicke, mal schauen, was mir das bringt. Produktion Gold. Na? Genau, Gold bringt mir das. So, jetzt klicke ich mal auf dieses Haus rauf. Oh, das bringt mir mehr hier. 30.000 habe ich ja gerade gesehen. Das andere waren jetzt 27.000, nee, 35.000, bringt weniger. Ach so, weil ich das wahrscheinlich noch nicht ausgebaut habe. Aber jetzt muss ich mal schauen. Hier unten, hier unten steht es, innerhalb eines Tages kriege ich einen Bonus von jeweils 50 dieser Ressourcen. Genau, so verhält sich das. Ja, machen wir weiter. Habt ihr noch Zeit? Ich denke schon, es gibt nur eine Folge. Wir haben hier oben weitere Buttons oder einen weiteren Button, den lasse ich jetzt einfach natürlich mal weg, nämlich Waren. Wenn ich hier raufklicke, dann habt ihr eine Übersicht über die kompletten Waren, die es hier gibt. Ja, das, was in der Bronzezeit bereits möglich war, in der minoischen Ära, griechische Klassik, frühes Rom und hier römisches Reich, byzantinische Ära und so weiter, aber die stehen uns noch nicht zur Verfügung. Da haben wir auch überall noch Nullen. Aber die hier können wir bereits produzieren. Habe ich auch unterschiedlich, zum Beispiel hier Wolle 495 und Silberringe 1694. Am meisten habe ich hier von den Eisenanhängern 2392. Scheint vielleicht nicht viel zu sein. Den schlauen Beobachter ist aufgefallen, Ägypten? Hier neben? Da hast du auch schon was? Was ist das denn? Kommen wir dann im Prinzip zu eins der letzten Buttons. Das ist hier. Ab einer bestimmten Stufe ist es möglich, nicht nur, dass wir unser Volk weiterentwickeln können, sondern dass wir ein weiteres Volk und dann später auch weitere Völker unterstützen können. Wir haben hier oben hier auch Kleopatra, die wir gerade sehen. Seit dem minoischen Zeitalter, glaube ich, kann ich den Ägyptern helfen. So, und wenn ich jetzt hier mal aufwechsle, dann seht ihr hier Ägypten schon hell und die anderen sind noch ausgegraut. Es gibt noch das Chinesische, das Maya-Reich und das Wikinger-Königreich, was sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt her erst kommt, aber ich noch keinen Zugriff drauf habe. Und wenn ich jetzt hier auf Ägypten mal raufklicke, dann wechseln wir jetzt auf eine weitere Karte mit einem Dorf statt. Ich hoffe, das geht jetzt schnell, das lädt jetzt ein bisschen. So, dass wir dann hoffentlich gleich, na, komm schon, das sehen. Na, komm schon. Brauchen wir denn? Funktioniert mein Internet? Müsste eigentlich funktionieren. So, und da können wir auch Waren produzieren, die man damals dann wahrscheinlich nur in Ägypten bekommen hat. Auch da sind Weltwunder möglich und steht da auch schon bereits eins zur Verfügung. So, wir sind erstmal auf das Haupthaus. Sieht ein bisschen anders aus jetzt, natürlich ägyptischer Stil. Ich zoome mal mit raus. Die Pyramiden stehen uns auch jetzt schon zur Verfügung. Das ist dann aktuell unser viertes Weltwunder. Mehr habe ich noch nicht. Ich klicke mal kurz mit drauf und diese Pyramide, die bringt mir dann hier noch Waren. Müsste eigentlich auch schon voll sein. Ja. Aber ploppt noch nicht mit auf. Okay, gehen wir hier mal mit raus. So, ich ernte mal auch hier alles. Wir können hier, das ist jetzt kein Gold, das sind jetzt hier, ich kann ja mal draufklicken. Ne, Moment, hier auf die Waren. Zeigt er mir das an? Steintafeln sind, nee, Steintafeln sind das nicht. Aber sowas ähnliches. Fällt mir jetzt gar nicht ein, was es ist. Sagen wir mal auch, das ist im Prinzip das Zahlungsmittel. Ne? So, dann haben wir hier im Prinzip auch Gegenstände, die wir herstellen konnten. Die sammle ich auch mal ein. Da Gold, das weiß ich. Und Papyrus hier unten. Ne? Ein Papyrusfeld. So, ansonsten ist das Prinzip hier natürlich genau das gleiche. Ne? Ich kann hier im Prinzip durch die Ressourcen abbauen. Hier genauso. Ich kann hier das Gold abbauen.
Das ziehe ich auch mal kurz mal mit rein, um das zu zeigen. Und ich kann natürlich auch Waren produzieren, die an dieser Stelle dann Papyrus, Gold und auch das Gold hier sozusagen kostet. Ja? So, hier kann ich mal das zum Beispiel mitmachen. Ja, das soll es vom Zeigen her auch gewesen sein. Und diese Waren, die hier hergestellt werden, die brauche ich natürlich auch, um letztendlich in unserer Hauptstadt weiterzukommen. Hier, um entsprechende Gebäude mit auszubauen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wenn ich hier raufklicke, ne? Und ich will hier einfach mein kleines Haus ausbauen. Dann brauche ich schon Material aus Ägypten. Das verbessere ich mal. Ja, und ich kann hier einfach mal weiter verbessern, indem ich mal hier raufklicke und dann auch hier verbessere. Das mache ich jetzt mal mit Absicht. Ich nehme mal das Durchschnittshaus und das will ich jetzt auch verbessern. Dann machen wir das mal. Noch haben wir genug Arbeiter. Dann nehmen wir mal das und das wollen wir mal auch verbessern. Oh, das geht ja auch immer noch. Kriegen wir noch mehr verbessert? Ich klicke mal hier drauf. Da zeigt er mal an. Das tue ich jetzt einfach mal nicht. Weil ich will euch noch weiteres zeigen. So, das nehme ich erstmal mit. Wir haben nämlich, was ich vorhin schon mal gezeigt habe, einen Hafen. Den hier unten. Und da kann ich Handel mit anderen Mitgliedern oder anderen Mitspielern tätigen. Das kann ich 6 Mal machen und dann muss es sich wieder erholen, egal ob ich kaufe oder verkaufe. Die Angebote, die werden günstiger, wenn ich mit jemandem häufiger handle. Aktuell ist das aber eher überschaubar. Ansonsten muss ich hier eigentlich preismäßig nichts machen. Man kann weder viel gewinnen noch viel verlieren. Ja, ich kann das ja mal präsentieren. Nee, eigentlich brauche ich mal, ich brauche einfach mal einen Sinn und Zweck, warum das sinnvoll ist. Ich klicke hier mal mit durch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier irgendwas mal mit ausbauen kann, um das zu zeigen. Aber wahrscheinlich nicht. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Was ich euch nämlich zeigen möchte, das ist, wenn hier unten nämlich was fehlt. Jetzt gehe ich mal langsamer dran. Geduldet euch mal einen kurzen Moment. Ne, hier kriege ich eine ganze Menge mit ausgebaut. Das wird nicht viel helfen. Vielleicht das hier oben. Wir haben noch genug Togas zur Verfügung. Ich weiß, wie ich das zeige. Und zwar über die Forschung, was wir am Anfang schon mal gesehen haben. Ich habe ja hier in Mathematik Forschungspunkte vergeben, aber ich habe ja auch schon Bereiche, wo ich genug Forschungspunkte bereits vergeben habe, nämlich hier unten Astronomie und Bibliothek. Da steht nämlich Freischalten. Und wenn ich hier raufklicke, dann sagt mir das System, ja. Du könntest das freischalten, wenn du möchtest. Dir fehlt aber hier noch was, nämlich Säulen. Und diese Säulen, die kann ich entweder irgendwie herstellen. Ich glaube, das geht bei mir noch gar nicht. Oder ich kann die kaufen. So, und wenn ich jetzt hier auf den Handel raufklicke, dann bietet er mir hier andere Mitspieler an, die aktuell gerade Säulen verkaufen wollen. Das kostet mich dann hier zum Beispiel, die 300 kosten mich 6.000 und ihr seht hier zum Beispiel 408.000. Also die Preise kann ich selber nicht gestalten, die sind immer gleich. Und wenn ich dann hier auf diese 300 klicke, dann werden mir hier 6.000 abgezogen. So, jetzt muss ich mal gucken, wenn ich das schließe, komme ich wieder zurück und jetzt kann ich das freischalten. Und jetzt habe ich eine neue Verbesserung verfügbar. Allerdings in Ägypten. Na, jetzt kann ich Gebäude verbessern, was ich vorher eben nicht konnte. Ja, so einsammeln. Und jetzt kann ich auch die Mumifizierung erforschen. Das war vorher ausgegraut. Und wenn ich jetzt hier bei Bibliothek raufgehe, dann fehlt mir wieder was. Ich klicke hier rauf, gehe in den Handel. Und möchte jetzt handeln, bekomme aber nicht mehr genug zusammen. Natürlich werden mir jetzt einige angeboten, hier kommen für 2.000 kriegst du noch 100. Das kann ich ja auch mal präsentieren. Jetzt habe ich hier gar nichts mehr. Und wenn ich jetzt hier rausgehe, hilft mir das immer noch nicht, weil mir hier noch eine ganze Menge mit fehlt. Ja, wie kann ich das lösen? Über Handel lösen, indem ich selber was verkaufe. Angebot erstellen, dann öffnet sich hier mein Warenbestand und da kann ich zum Beispiel, wenn ich möchte, Eisenanhänger verkaufen. Und was ich machen kann, ich kann die Anzahl hier bestimmen. Ja, und dann werden mir zum Beispiel hier 400 aus dem Lager abgezogen. Und wenn das jemand kauft, dann bekomme ich 6.000 dazu. Kauft die nach einer gewissen Zeit keiner, dann kauft die ein NPC. Dann müsste man bloß eine gewisse Zeit warten.
So, haben wir das einfache Handelssystem dann auch mal kurz erklärt. So, ja, Folge, jetzt sind wir fast bei einer Stunde. Wir sind auch so gut wie durch. Jetzt gibt es allerdings noch ein paar andere Button. Zum Beispiel hier öffnet sich das Chatfenster. Wer hätte das gedacht? Und dann kann man im Prinzip hier mit seiner eigenen Allianz chatten. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Dann gibt es hier die Möglichkeit, wenn ich hier öffne, kann ich Geld ausgeben. So, wo komme ich jetzt hier wieder raus? Hier, hier, hier. So, dann habe ich die Möglichkeit zu bauen. Das ist das Baumenü, wo mir dann hier unten, das seht ihr jetzt nicht, die Häuser, die Farmen, die Kasernen, Manufakturen und Kultstätten angeboten werden. Ausgegraut ist eben nicht möglich. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr bessere Objekte haben wollt, dann könnt ihr die natürlich mit Edelsteine tauschen, die ihr dann, wenn ihr die schnell haben wollt, mit Echtgeld bezahlen könnt. Können wir überhaupt was bauen? Ja, das kann ich dann wenigstens noch zeigen, das hatte ich nicht getan. Wir können natürlich auch mit normalen Ressourcen, wenn uns die zur Verfügung stehen, dann auch etwas bauen. Wobei uns aktuell zum Beispiel als Plantage noch 2 Stück zur Verfügung stehen. Das seht ihr hier, 5 von 7. Allerdings fehlt uns da eine Ressource, nämlich das hier. Das fehlt uns. 230 brauchen wir davon, da haben wir zu wenig davon. Wir können allerdings nicht unbedingt eine Level 10 Plantage bauen, sondern wir können auch in die Zeit zurückreisen und eine Level 7 Plantage bauen. Da haben wir nämlich genug Ressourcen. Das kann ich ja mal gucken, ob ich das hier präsentieren kann. Ja, es ist ein freier Platz hier noch zur Verfügung. Dann setze ich mal die Plantage 7. Die wird jetzt innerhalb einer Stunde gebaut. Die kann ich danach dann natürlich ausbauen. Da werde ich dann allerdings nicht die entsprechenden Materialien zur Verfügung haben. Leute, was natürlich jetzt effizienter ist, ob es jetzt besser ist, eine voll entwickelte Plantage, ein voll entwickeltes Haus zu bauen oder ob es eher effizienter ist, im Baumenü das Kleinste zu nehmen und das dann weiterzuentwickeln, was im Prinzip effizienter ist, das weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt auch nicht überprüft, habe ich jetzt auch nicht gemacht. So viel zu dem Baumenü, also leicht erklärt und gerade am Anfang wird es in Form eines Tutorials natürlich super erklärt. So, das hier unten, dieses Symbol hatten wir schon und dann verbleibt vielleicht noch das ein oder andere Symbol hier unten, was sich in dieser Menüleiste mit versteckt. Einmal haben wir die Community. Da könnt ihr euch anschauen, okay, was gibt es denn so für Neuigkeiten? Oder hier, wenn ihr hier auf andere Social Medias wechseln wollt. Dann gibt es eine entsprechende Rangliste, scheint auch normal zu sein. Ich bin auf Platz 38.974 und in der Allianz, als Allianz sind wir auf Platz 9.888. Ja, eine Top 100 gibt es hier auch. So, Weltwunder hatten wir uns schon mit angesehen, die wichtigsten Punkte. Die Schatzjagd hatten wir auch einmal gemacht. Allianz wechsle ich mal kurz mit drauf. Ja, die hatten wir uns auch schon mal mit angesehen. Das, was ihr jetzt nicht seht, ist Inventar. Doch, das habt ihr auch schon gesehen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit des Handels hier auch, das habt ihr auch schon gesehen, es gibt also mehrere Wege, die hier nach Rom führen. So, ja, dann sind wir soweit hier eigentlich mit durch. Die Stunde ist an dieser Stelle auch beendet. Da habt ihr schon mal einen Überblick über dieses Spiel. Kurze Bewertung, es ist sehr kurzweilig. Ihr braucht nur kurze Zeit, um in diesem Spiel einfach weiterzukommen. Ihr müsst nicht stundenlang davor sitzen, um irgendwelche Aufgaben, Events oder ähnliches zu erledigen. Also wer wenig Zeit hat und trotzdem so ein bisschen spielen möchte, ist mit diesem Spiel, finde ich, sehr gut bedient. Das Weitere, was ich hier sehr positiv finde, ist, man wird nicht mit Werbung zugeworfen. Kauft, 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 kauft.
nirgendwo blinken hier extrem stark irgendwelche Felder auf, die ich überspringen muss, um von irgendwelchen Kaufs abgelenkt zu werden. Es gibt ja natürlich die Möglichkeit, durchaus ein bisschen effizienter zu arbeiten. Hier zeigt er mir das in der Browser-Version nicht an, aber in der Handy-Version habt ihr hier die Möglichkeit, euch ein bisschen Werbung anzuschauen, um dann die Effizienz eurer Gebäude für eine gewisse Zeit lang zu steigern. Und ihr habt auch die Möglichkeit, auch das zeigt er hier nicht mit an, hier gibt es nochmal die Möglichkeit, auch Werbung sich anzuschauen, um dann kostenfrei, in Anführungszeichen, hier immer einen Punkt jeweils mit dazu zu bekommen. Hält sich also meines Erachtens hier sehr im Rahmen. Naja, die Grafik, die macht viel mit her und ist ja vielleicht für den einen oder anderen eine gute Abwechslung. Ja, ansonsten habt Spaß an dem Spiel. Das war's. Wenn ihr Fragen habt oder Hinweise selber mit habt, weil ihr das Spiel schon wesentlich länger spielt und sagt, mach mal das, dann könnt ihr mir gerne das in den Kommentaren geben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auch gerne einen Daumen oben und abonniert auch gerne den Kanal, schaut euch meine anderen Videos an. Und ja, bis zum nächsten angetestet. Alles Gute und bis dahin macht's gut, euer Beardman. Tschüss, Leute.